Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie, eure Autotesterin des Vertrauens und habe euch ja schon oft erzählt, dass ich mal einen S3 besessen habe. Ist leider jetzt nicht mehr so. Darum habe ich mich umso mehr gefreut, dass ich euch jetzt das neue S3-Modell vorstellen darf. Und falls ihr dazu alles wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran, abonniert auch den Kanal und dann gehen wir los und ich zeige euch erstmal die Optik. Kommt mit! Bevor wir jetzt mit der Optik anfangen, noch was in eigener Sache. Falls euch Leasing interessiert, schaut gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbei. Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter bekannten Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Wird sich bei dem S3 hier auch lohnen. Ich sage euch nämlich am Ende, wie viel der wirklich kostet in der Edition One, wie er jetzt hier steht. Und mein Herz geht ja auf. Als der bei uns auf den Hof gefahren ist, war ich super happy, weil ich hatte 2 Jahre lang das Vorgängermodell. Ich war ein großer Fan, konnte mir dann aber den neuen nicht mehr leisten. Und jetzt steht er endlich hier und ich möchte euch so ein bisschen zeigen, was ist jetzt an dem neu, was ist an dem besonders. Und wir haben jetzt, wie gesagt, die Python Gelb Edition One hier, die auch noch ein Black-Paket hat, was ich mega geil finde. Das zeichnet sich dadurch aus, dass wir hier eine Umrandung um den Kühlergrill haben, der das Wabenmuster hat, was auch an die RS-Modelle erinnert. In der Mitte dann ein schwarzes Audi-Logo und auch die Lippe unten in Black. Ziemlich nice auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier die optionalen Matrix-LED-Leuchten drauf und da unten dann auch noch, es sind keine echten Lufteinlässe, aber sportlich aussehende Lufteinlässe. Von vorne, echt schicke Front, ist für mich sportlicher geworden und sieht viel besser aus. Wenn ihr jetzt mal drum herum kommt, gehen wir jetzt ins Profil, wie immer. Und wir haben jetzt hier 18 bis 19 Zoll in der Edition One, die 19 Zoll direkt dabei und auch die schwarzen Bremssättel. Die gibt es optional auch noch in Rot. Würde jetzt hier drauf unpassend aussehen, das Schwarz passt auf jeden Fall besser. Mein S3 hatte damals die roten mit einem Daytona-Grau. Schwarze Spiegelkappen, normalerweise kommt der S3 ja mit silbernen Spiegelkappen, die sind jetzt hier in Edition One auch schwarz. Sonst hier drumherum zieht sich das schwarze Thema weiter um die Fenster, eine schwarze Umrandung, schwarze Dachreling, wir haben hinten abgedunkelte Scheiben und hier an der Seite auch noch eine Seitenschwellerverbreiterung in schwarz, sportlich ausgeformt und hier auch noch das Audi-Zeichen. Das ist drauf mit Folie, das heißt, ihr könnt es auch wegmachen, falls es euch stören sollte. Ich würde es aber drauf lassen, bei den Edition One Modellen ist es eben immer wieder drauf. Ja, und ich hatte eine Limo, das habe ich euch noch nicht erzählt. Ich hatte eine Limo, weil mir damals das Sportback nicht so gefallen hat. Aber jetzt, ehrlicherweise, ist der schöner geworden. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, für was ich mich eher entscheiden würde. Ich finde den Sportback jetzt ziemlich attraktiv. Liegt daran, dass das ganze Heck sportlicher geworden ist. Wir haben jetzt hier einen Heckspoiler, schwarze Elemente, die hier unten das Ganze abrunden und hinten auch wieder erkennen das Black-Paket, schwarzes Audi-Logo, S3 nochmal schön groß drauf. Rückleuchten machen mega das geile Licht. Was ich übrigens vergessen habe, euch zu erzählen, vorne bei dem Licht, es gibt immer verschiedene Lichtsignaturen, je nachdem, ob wir ein RS3 haben, ob wir ein S3 haben, ob wir das S-Line-Paket drauf haben, ob es der PHEV ist, dann ist da so ein E drin oder eben der normale A3. Das finde ich ganz cool, da haben sich die Audi-Leute echt was überlegt. Und dann schaut euch noch den Diffusor hier an, mega sportlich, könnte auch einer von Lambo sein und natürlich die Sport-Auspuffanlage mit 4 Endrohren. Schon ziemlich nice. Und jetzt schauen wir uns aber noch den Kofferraum an. Guckt da mit mir rein. Der hat jetzt 420 Liter bis 1100 Liter ungefähr. Ist natürlich jetzt wohl weniger Platz als in der Limo drin. Das finde ich ein bisschen komisch, aber wird für mich absolut ausreichen. Ich habe damals auch keine Probleme gehabt mit meiner Limo, mit dem Platz. Haben hier dann auch nochmal ein Netz, in dem wir alles verstauen können. Umklappen tue ich euch die Rückbank jetzt nicht. Hier vorne haben wir dann auch noch eine 12-Volt-Steckdose für alle, die sowas brauchen. Haben auch hier die Möglichkeit, noch Einkaufstaschen beispielsweise einzuhaken. Also hier ist alles, wie man es von Audi kennt, eben gut. Elektrische Heckklappe, auch sehr gut. Gibt es bei der Limo nicht. Und dann schauen wir uns noch die Rückbank an. Kommt mal mit. Bevor wir uns die Rückbank angucken, so ein Quatsch,
Bleibt ihr jetzt mal da, ich gehe rein und zeige euch noch den Sound. Bin ich bescheuert, ganz vergessen. Sagte, ich habe das Gefühl, bei meinem S3 war das ein bisschen lauter. Der hatte damals aber auch noch keinen OPF, also eigentlich logisch. Und jetzt schauen wir uns die Rückbank an, wie versprochen, wie konnte ich den Sound nur vergessen. Und ich bin 1,64 Meter klein, nur für eure Referenz, wie viel Platz ich da hinten jetzt habe. So, jetzt sitze ich hier drin und ihr seht, ich habe nach vorne hin ja eine gute Faust und nach oben hin, ich ziehe mal die Mütze aus, zwei Fäuste Platz, also genug, um Leute zu transportieren und mitzunehmen. Natürlich gibt es in der Limo jetzt ein bisschen weniger Platz, weil halt eben das Dach ja etwas niedriger ist. Und jetzt schaut euch mit mir mal die Sitze an. Wir haben jetzt hier hinten ja sehr schöne Ledersitze mit einer Rautensteppung in Gelb. Passt total zu dem Pyto im Gelb da draußen. Ich bin übrigens ein Gelb-Fan, wenn ich euch jetzt mal hier den Beweis liefern soll. Ich habe auch eine gelbe Handyhülle. Es ist also wahr, ich stehe auf Gelb. Mittelarmkonsole haben wir hier auch noch mit zwei Cupholdern. Keine Durchreiche, ist wichtig zu wissen. Können aber die Rückbank umklappen. Machen wir mal schnell. So sieht es aus, könnt auch mal nach hinten gucken, da kann man also notfalls was verstauen bzw. transportieren. Und hier vorne noch zwei USB-C-Anschlüsse für alle, die hinten das Handy laden wollen und auch noch ein paar Netze, um etwas zu verstauen. Schaut doch mal in die Tür. Wir haben hier die Bang & Olufsen-Anlage und wir haben hier Türöffner, die an die Lichtsignatur vorne erinnern sollen. Für mich sehen die so ein bisschen Lamborghini-mäßig aus, sehr schön ausgeformt. Und jetzt sprechen wir über das Herzstück. Macht dafür mal die Motorhaube auf. Und hier haben wir jetzt einen 2 Liter Vierzylinder, der 10 PS mehr hat als mein S3 davor, nämlich 310 PS und 400 Newtonmeter maximales Drehmoment. Bei 250 km/h ist der elektronisch abgeriegelt, ist aber nicht schlimm, mehr brauche ich ehrlich gesagt nicht. Und es sind 4,8 Sekunden auf 100. Verbraucht angegeben zwischen 7,5 und 7,8 Liter. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir rein. Probieren ihn einfach mal aus. Ich zeige euch noch den Innenraum, was daran alles wichtig ist, was sich verändert hat im Vergleich zum Vorgängermodell und dann fahren wir los. Kommt mit. Kommen wir jetzt wie versprochen zum Innenraum. Meine Mütze sitzt schon ganz krumm. Machen wir sie mal wieder gerade und erstmal sprechen wir über die Sitze, weil die finde ich mega schön. Wir haben jetzt hier Ledersitze mit gelben Kontrastnähten in einer Rautenstruktur. Die Backen sind hier sehr bequem, gut gepolstert, genauso wie der Sitz. Und wir haben hier auch eine Verlängerung, die wir uns einstellen können für all die draußen, die größer sind als ich und sowas auch brauchen, damit das Ganze in der Kniekehle liegt. Kopfstützen sind integriert und im Nacken das S-Zeichen. Sehr schön, darauf stehe ich. Ich hatte damals bei meinem S3 Alcantara-Sitze. Würde auch immer Alcantara-Sitze den Ledersitzen vorziehen, aber das ist nur eine persönliche Meinung. Dann haben wir Stauflächen in der Tür genug, sieht genauso sportlich aus wie auch schon hinten. Wir haben die Bang & Olufsen-Anlage hier, die hatte ich auch, die ist echt gut, gibt einen guten Sound, hat sich auch nicht großartig was dran verändert, die ist noch immer gut. Was gut ist, bewährt sich, bleibt auch so. Dann haben wir hier Edition One typisch das offenporige Carbon und wir haben hier Luftdüsen, die jetzt ganz anders sind. Davor in dem S3 hatten wir die runden Luftdüsen, die fand ich ehrlicherweise auch besser, weil die Beine hier oben sehen ein bisschen deplatziert aus, als ob man nicht ganz wusste, wo kommen die hin, sind so aufgesetzt und das gefällt mir persönlich nicht so gut. Was mir auch nicht so gut gefällt, ist, das Lenkrad in dem Fall ist ja nicht abgeflacht. Mein zwar abgeflacht mit Alcantara, aber das ist ja eine Konfigurationssache. Sonst ist das Auto typisch ja sehr gut, liegt gut in der Hand. Ich bin es sehr gewohnt. Und was ich aber mega finde, ist, dass das Infotainment-System jetzt nicht mehr hier oben drauf sitzt und rausfährt, sondern wir haben es jetzt integriert hier vorne. Finde ich, passt einfach im ganzen Cockpit besser. Man hat es auch einfach im Blick und es stört da vorne nicht eben in der Sicht. Sprechen wir noch kurz da vorne über das digitale Cockpit und da gibt es verschiedene Ansichten, die ich wählen kann. Hier ganz einfach mit der View-Taste kann ich mir beispielsweise den Hockey-Stick in der Mitte anzeigen lassen für die Drehzahl und auch für die Geschwindigkeit. Kann mir hier aber auch alles zum Thema Assistenzsysteme und so weiter anzeigen lassen. Kann die hier auch hochdrücken und swipen mit diesem Drehregler und habe hier eben diese Möglichkeiten.
Was ich immer genutzt habe, war diese Funktion, und zwar die Lautstärke hier drüber lauter und leiser zu machen. Was jetzt neu ist, ist, dass wir das jetzt auch hier über so eine Touch-Funktion machen können. Bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Ich weiß auch nicht, Drehregler für Musik ist doch irgendwie, mehr braucht man doch eigentlich nicht, oder? Dann sprechen wir noch über den Quickshifter jetzt hier. Der ist auch neu. Davor war es ein Gangwallhebel. Jetzt haben wir eben dieses kleine Ding. Muss man sich dran gewöhnen, aber ich finde, das lässt das Ganze hier reduzierter aussehen. Wir haben Cupholder hier noch in der Mitte und auch hier noch mal ein bisschen Platz. Alles, was man braucht, kann Münzen verstauen. Hier beispielsweise auch. Und hier vorne noch eine induktive Ladefläche. Gab es bei meinem alten S3 auch nicht. Sehr praktisch, weil so ein Handy-Akku ist eigentlich immer leer gefühlt. Jetzt zeige ich euch noch ganz kurz das Infotainment da vorne. Das ist natürlich auch neu, schon generell vom Design. Wir haben jetzt hier diese einzelnen Kacheln, die wir uns auch per Drücken verschieben können. Ich mache das jetzt nochmal. Wir haben jetzt diese einzelnen Kacheln, die können wir jetzt auch verschieben durchs Drücken. Da klappt es jetzt. Ich ziehe die rüber und kann mir das jetzt so einstellen, dass ich die wichtigsten Sachen vorne habe, wie ich sie eben brauche. Habe hier auch nochmal eine andere Ansicht mit höher stehenden Kacheln. Und das Wichtigste, was wir eigentlich drin haben, ist einmal Audi Drive Select. Das heißt, hier haben wir die ganzen Modi, die zeige ich euch auch noch beim Fahren. Kann die aber auch hier noch per Knopf aktivieren, betätigen, was ich ganz gut finde. Ich mag es nicht, wenn man nur über Touch hier arbeiten muss. Und dann zeige ich euch vielleicht noch die Fahrassistenzen. Da gibt es auch jede Menge. Wir haben eine Tempowarnung, adaptiven Fahrassistent, eine Abstandswarnung, Spurverlassenswarnung, Audi Presence, Spurwechselwarnung, Ausstiegswarnung, Notfallassistenz und Pausenempfehlung. Also alles, um ja teilautonomes Fahren Level 2 zu garantieren. Und dann würde ich aber sagen, reicht es jetzt erstmal und wir fahren einfach los, oder? Kommt mit! Jetzt geht's wie versprochen los mit dem Fahren. Und erstmal machen wir den Motor an. Das geht hier vorne. Und das machen wir direkt. Hört sich schon mal gut an beim Starten. Drücken wir auf Drive Select und gehen einfach mal in Dynamic und hören uns den Sound einfach mal an. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und dann gehen wir mal los. Hier runter toggeln ist ein bisschen ungewohnt im Vergleich zu meinem alten S3. Ich habe keinen richtigen Gangwallhebel mehr. Aber man gewöhnt sich schnell dran. Ich finde ihn auch ganz schön da drin. Und jetzt fahren wir los und ja, es fühlt sich schon wieder ganz gewohnt an. Es hat sich auch nicht wirklich viel verändert im Vergleich zum Vorgänger, muss ich euch ehrlich sagen. Was aber auch gut ist, weil ich war davor schon super happy. Und jetzt bremsen wir hier mal ab. Jan wird mich wahrscheinlich umbringen. Wir machen jetzt mal das ESC aus. Dafür muss ich jetzt hier lange drauf drücken. Jetzt ist es aus. Drücke jetzt hier runter in S, drücke gleichzeitig auf Bremse und Gas. Der nagelt sich jetzt fest und mache einen Launch Control. Und schon auf 100, krass, 4,8 Sekunden. Der ist jetzt ein bisschen langsamer als, jetzt gehen wir mal wieder hier ganz normal in Dynamic D. Der ist jetzt ein bisschen langsamer als mein vorheriger S3. Jan hat mir gerade wieder das ESC reingemacht. Das vergesse ich manchmal vor lauter Aufregung. Macht aber beim Launch Control noch immer genauso Spaß. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe das auch ab und zu mal gemacht. Ich weiß nicht, macht ihr sowas bei euch im Alltag mit euren Autos? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich habe ja von vielen immer gehört, Jessie, macht doch sowas nicht, das macht ja das Auto kaputt. Aber das ein oder andere Mal kann man doch auch ein bisschen Spaß haben, oder? Naja, jetzt auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier 10 PS mehr als beim Vorgänger. 310 PS, also ein 400 Newtonmeter maximales Drehmoment. Der ist bei 250 km/h elektronisch abgeregelt. Ich brauche ehrlich gesagt aber nicht mehr. Und der verbraucht jetzt angegeben ja 7,4 Liter. Ehrlicherweise waren wir eher bei 8 bis 8,5, eher 9 Liter, wenn man dann das öftere mal einen Launch Control macht. Aber dieses Auto macht einfach richtig viel Spaß. Was jetzt besonders ist an der Edition One ist, dass sie jetzt 1,5 Zentimeter tiefer liegt. Wir haben hier ein adaptives Sportfahrwerk. Dann haben wir hier ja eine Progressivlenkung, heißt, je mehr ich das Lenkrad einschlage, desto höher wird auch der Lenkwinkel. Das ist besonders gut in der Stadt eben, weil ich da nicht so viel kurbeln muss. Wir haben jetzt hier auch ein Allrad natürlich, das hatte mein S3 damals auch. Merkt man eben vor allem, wenn ich hier in die Kurve fahre, klebt wirklich ganz gut. Dann können wir jetzt auch in den Komfortmodus schalten, was natürlich auch angenehm ist und das fand ich immer ganz gut. Gehe jetzt hier auf Drive Select, muss hier jetzt gerade noch wenden. Bevor ich das jetzt mache, zeige ich euch vielleicht noch die Rückfahrkamera. Würde jetzt wahrscheinlich auch so reichen, muss jetzt hier hochdrücken und ihr seht, die ist gestochen scharf. Finde ich mega gut. Ich hatte bei meinem alten S3 keine Rückfahrkamera, voll verrückt. Ehrlicherweise brauche ich sowas immer. Und dann gehen wir jetzt mal in Drive Select hier auf Komfort.
und merken, dass der Motorsound sich schon mal anpasst. Wir sind jetzt hier ruhiger unterwegs und ihr werdet auch gleich sehen, beim Fahren ist das Ganze komfortabler und auch die Lenkung passt sich an. Jetzt gehen wir mal los. Die Federung ist auch angenehmer und ich habe hier drin weniger Motorsound und die Lenkung ist eben viel komfortabler und nicht mehr so hart abgestimmt. Und das finde ich eben das Gute bei Audi bzw. bei diesen verschiedenen Fahrmodi. Ich kann mir das immer anpassen, je nach Fahrsituation bzw. nach Lust und Laune. Kann ja auch mal sein, dass ich keinen Bock habe zu ballern und dann ist es ganz gut. Kann jetzt hier aber auch mir dann verschiedene Dinge einstellen, habe ich euch ja schon gezeigt, wie den Antrieb, das Fahrwerk, die Lenkung und auch den Motorsound. Und kann jetzt aber auch, und das ist mir besonders wichtig und auch gut, in Efficiency gehen, falls ich jetzt beispielsweise einfach mal ein bisschen sparender fahren möchte und eben zu den 7,5 Liter kommen möchte Verbrauch, kann ich das in Efficiency machen, kann damit auch entspannt morgens zur Arbeit fahren. Das ist schon mega gut. Ja, wir haben hier ein DCC, also ein adaptives Fahrwerk, liegt 1,5 cm tiefer, habe ich euch ja schon gesagt. Sieht man aber von außen vielleicht nur ganz leicht, hier drin merkt man es ehrlicherweise nicht. Aber jetzt würde ich sagen, fahren wir zurück und ich zauber euch ein Fazit. Kommt mit. Weiter geht's mit meinem Fazit und ihr seht schon, ich grinse wie ein Honigkuchenpferd, genauso honigkuchenpferdig wie mein Python-gelber S3 hier. Und ich bin ein S3-Fan, deswegen ist jetzt meine Meinung und Fazit vielleicht ein bisschen sehr subjektiv, aber so ist es halt. Kann ich jetzt auch nichts dran ändern, dass ich da ein Audi-Fangirl bin. Ich finde, der ist wirklich klasse, weil er ist sportlicher geworden. Er sieht optisch einfach mega geil aus. Die Edition One gefällt mir wahnsinnig gut. Die würde ich wahrscheinlich sogar so nehmen. Einziger Kritikpunkt ist gleich der Preis, da sprechen wir dann drüber. Und auch der Innenraum hat sich für mich deutlich verbessert. Wir haben jetzt da drin das MEB3. Mit dem komme ich super gut klar. Ich finde es viel besser als beim Vorgängermodell. Das Einzige, wo wir Abstriche haben, ist so ein bisschen der Sound. Der ist gefühlt ein bisschen leiser. Auch ist er ein bisschen langsamer geworden, was ein bisschen schade ist. Aber wirklich nur um kleine Nuancen. Jetzt sprechen wir über den Preis und der beginnt jetzt bei 46.000 Euro als Sportback. 47.000 Euro kostet dann die Limousine und als Edition One kostet er dann, und deswegen habe ich hier meine schlaue Mappe dabei, 54.895 Euro. Jetzt haben wir hier noch relativ viele Ausstattungsdinge drin, was das Thema Assistenzsysteme angeht und kommen damit auf einen Preis von 66.120 Euro. Ja, die Edition One ist super schön, aber auch ganz schön teuer, das muss man ehrlich sagen, vor allem wenn man sie eben mit den Konkurrenten vergleicht, wie den Skoda Octavia RS oder eben auch den Cupra Leon beispielsweise. Falls euch das trotzdem zu teuer sein sollte, dann schaut gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbei. Die vergleichen für euch zwischen Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum, sind sowas wie Check24. Und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Abonniert unseren Kanal, würde mich tierisch freuen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Freunde!